So, da bin ich auch schon wieder und es geht weiter und wir finden jetzt endlich raus, was es mit diesem Hebel auf sich hat, indem wir ihn betätigen. Ah. Er öffnet also die Tür mit dem Bild von Poseidon. Das ist doof. Denn wir müssen dann wieder durch den Gang zurück mit dem, ne? Wie wisst ihr, was ich meine? Dieser Stachelgang. Okay, hier ist nichts mehr. Na, aber das kriegen wir schon hin, ne? Wir haben jetzt schon die Hälfte des Tempels mit Bravour gemeistert. Da werden wir das doch auch schaffen. Ja. Auch wenn diese Nägel-Sägen-Dinger verdammt nachkommen. Oh, da. Ja. Okay. Ja, kein Problem. Okay. Die Tür war irgendwo hier hinten. Ja, hier war sie nämlich. Und ist jetzt natürlich offen. Und wir können weiter voran schreiten, würde ich jetzt nicht sagen, weil wir schwimmen ja. Weiter voran schwimmen. Und hier ist ein Speicherpunkt. Aber ich spiele noch bis zum nächsten mindestens. Okay, müssen wir hier lang? Oder müssen wir hier lang? Ich glaube, wir müssen hier da lang. Deswegen werde ich jetzt aber erstmal die Wand hier kaputt machen und eine weitere Nymphe küssen. Moment mal. Ich kann mir ja noch irgendwas kaputt machen hier. Nee. Hier ist. Oh. Hier geht's hoch. Oh. Tja. Was man nicht so alles findet, wenn man sich gut umguckt. Und Orbs können wir gut gebrauchen. Denn wir haben das Schwert immer noch nicht auf Stufe 2. Wir haben einfach zu wenig Orbs dafür. Bis jetzt. Aber, boah, vier leisten schon. Ja, die Kisten sind hier aber großzügig, muss man sagen. Sechs leisten. Perfekt. Ich glaube, dann kann ich die sogar jetzt schon aufbessern, oder? 7,5 leisten. Ja. Kann ich. War aber trotzdem knapp. Ey, wir brauchen 7 Leisten, um so ein Ding aufzufüllen. Okay, jetzt haben wir noch 56 Klingenstärke erhöht. 10.000 bis zum nächsten. Nee, aber jetzt sind erstmal wieder die Chaos-Klingen dran. Die will ich nämlich auch für mich das erste Mal auf Stufe 5 haben. Hatte ich in dem Teil ja nicht. Wie sieht denn. Oh. Wie sieht denn. Wie ging das denn nochmal? Ach so, ja, genau. Okay, hat die sich optisch verändert? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall sieht so aus, als würde ich schon mehr reinhauen. Ich glaube, sie leuchtet anders und kann auch sein, dass sie noch ein Stück gewachsen ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die vorher aussah. Ich benutze sie zu selten dafür. Okay. So. Bitteschön. Dankeschön und auf Wiederschön. Okay. Das haben wir. Nach oben geht es wahrscheinlich nicht. Das ist ein Gitter, ne? Ja. Dann bleibt nur noch der Weg hinab. So, ist dunkler. Ach. Ja, jetzt erinnere ich mich da auch noch dran. Gott, ich weiß auch nicht mehr, wo ich hin muss. Ich glaube, ja, in die Richtung, wo die Dinger fahren. Und dann irgendwo rein. Ach ja. Ducken. Genau. Okay. Kommt der nächste. Nein, ducken, ducken. Schade. Ja, wenn man die falsche Taste drückt, läuft es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Vor allen Dingen muss ich öfter die Sprintfunktion benutzen. Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Manometer. Oh, und runter. Oh, okay. Ja, ich habe so die Befürchtung, dass ich da nochmal vorbei muss. Obwohl, das geht ja gar nicht. Außer die würden in die andere Richtung fahren. Okay, ein großer Raum. Oh, Tür zu. Schade. Ich höre da wieder einen Speicherpunkt.
Aber wir haben nur so viel Zeit, deswegen würde ich das jetzt ungern unterbrechen. Okay, ich muss auf jeden Fall... Ja, hier dran kann ich mich auch noch erinnern. Da bin ich das erste Mal auch verzweifelt, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll. Weil da versuchen die Entwickler einen wieder zu verarschen. Die bösen, bösen Entwickler. Oh, ein Minotaurus. Tot. Minotauren können nicht schwimmen. Aber ich kriege auch keine Orbs dafür, das ist doof. Dann kämpfen wir uns halt in die andere Richtung, da wo kein Wasser ist. Ja, und da ist der Speicherpunkt. Hier ist ein Schalter. Was der macht, zeige ich euch gleich. Ahoa. Okay, der hat gesessen. Komm. Geht doch. Und jetzt wieder Tastengehämmere. So. Tot bist du. Tot. Okay, wir haben hier nur eine Energiekiste. Brauche ich die? Nee, brauche ich nicht. Okay. Okay, ich ziehe mal an dem Hebel. Er baut eine Treppe nach da oben. Die verdammte Hacke. Die aber, glaube ich, gar nicht unser eigentliches Ziel ist, da oben hinzukommen. Aber da stehen zwei Kisten. Ich wusste es. Ich wusste es, verdammt. Weil ich die erste Treppe wieder runtergefallen bin. Sowas passiert mir andauernd. Bei allen möglichen Arten von Spielen. Okay, nochmal. So, jetzt nicht runterfallen, danke. Komm, Kratos, du packst das. So, ja, Kisten und ein Buch und Gegner. Ach, geil. Auf die Gegner hätte ich jetzt allerdings verzichten können. Naja. Ach komm, benutzen wir mal wieder die Klinge. Wir haben die ja gerade aufgewertet. Die müsste eigentlich... Ja. Sie macht so ziemlich kurzen Prozess mit den Gegnern. So, stirb. Okay. Ach, nicht mit Kreis, mit R2. So, Orbs. Und was haben wir hier? Orbs, okay. Und ein Buch. Poseidons treues Weib Amphitrite wacht auf ewig über diesen verfluchten Raum. Nur sie kennt den geheimen Ausweg. Ja, nicht nur sie. Ich kenne ihn nämlich auch. Und ja, wie gesagt, da bin ich beim ersten Mal verzweifelt. Ich wusste einfach nicht, wo ich suchen sollte. Ob ich unter Wasser irgendwas kaputt machen muss oder so. Oder ob das irgendwas noch mit dieser Treppe zu tun hat. Und ja, es hat was mit dieser Treppe zu tun. Denn, was ganz schlau ist von den Entwicklern, man muss die Treppe ziehen, aber nicht auf ihr klettern, sondern tauchen. Ich glaube, es geht hier in die Richtung. Und zwar hier rein. Unglaublich, was? Da muss man nämlich warten, bis das Ding wieder runterfährt. Und dann hat man so einen schönen Aufzug, sag ich mal. Tja, das ist der geheime Raum. Und den habe ich extrem lange nicht gefunden. Aber naja. So, wo führt uns denn dieser Weg denn nochmal hin? An die Oberfläche. Ja, guck mal eine an, wo ich bin. Bei den Ringen der Pandora. Mal wieder. Nicht schlecht, was? Okay, ja, da hier jetzt der Speicherpunkt ist, okay, wir haben 9 Minuten, ein bisschen mehr, fast 10. Würde ich sagen, das war's erstmal für heute und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal dann bei God of War wieder. Ich gucke nochmal kurz, wie viel habe ich denn? 1044, ja, pumpen wir die noch kurz in das Schwert. Die Klingen meine ich, Entschuldigung.
Okay, ja. Und ich speichere jetzt, sage auf Wiedersehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Teil von God of War. Ciao.